Zukunftsträger 2012. Wir erwarten am heutigen Abend viele spannende Gäste, gute Stimmung und ein tolles Beisammensein. Hier bekomme ich einen Preis, für was das ich auch nicht mehr. Lügt mir als Beweis, in den Ring an meinem Finger. Ein kurzer Sommerlang. Ein Satz zum Zukunftsträger. Das ist ein Preis, wo die Ausbildner von der ganzen Branche ehren. Bis jetzt ist es immer so, dass man nur Lehrlinge, Auszubildende fördert und niemand sagt den Menschen danken, die sie ausbilden. Und das wollen wir mit dem Preisträger machen. Zukunftsträger ist für mich ein Schritt in die Vergangenheit. Wir, die meisten von uns, haben wahrscheinlich irgendwann einen Lehrmeister gehabt. Und ich hoffe für alle immer in guter Erinnerung. Das ist ein Anlass, wo mal die Lernenden zu sagen haben und nämlich können bestimmen über ihre Lehrmeister und damit stehen auch die Lehrmeister im Zentrum des Geschehens. Das ist ganz eine super Sache und es ist wichtig, dass man die Lehrmeister auch auszeichnet, dass man den Lehrmeister das Gewicht gibt und ich bin sehr froh, dass es den Anlass gibt. Für uns ist es so, dass wir den Jungen einfach eine Zukunft geben. Ich bin Vater von 7 Kindern. Und Mensch, ja, das geht los. Wir freuen uns heute Abend für die Preisverleihung. Wir haben wirklich den Applaus daran und ich finde es super, genial. Das ist das Dankeschön für eine Reihe Arbeit, die wir gemacht haben. Also ich finde es sensationell, dass wir überhaupt jetzt so weit gekommen sind für die Anmeldung und bin erstaunt, dass es gerade uns getroffen hat, die Auserwählten. Genau. Und das finde ich ein super Arbeit und ein super Anlass, wo man immerhin weiter unterstützen muss. Ich zum Auto, hat die 5000 Welt geholt, hab geschaut. Hätte ich im Auto immer noch Servietten. Also, das sind jetzt wirklich mit Lieb und Self-Service macht man, hat immer noch Servietten im Auto. Und weiß nicht, was passiert, genau. Ja. Auch wenn man nie so ein bisschen dabei sein kann. Das hätte ich Also, es freut mich sehr, heute Abend hier zu sein. Es ist ein wunderschöner Event und eine schöne Gelegenheit, andere Menschen kennenzulernen. Und es ist ein sehr schöner Event und es ist natürlich eine Freude, dass sowas ins Leben gerufen wurde. Für mich ist es selber. Ich finde es einen tollen Anlass. Somit kann ich auch meinem Lehrmeister Danke sagen, dass er mich die 3 Jahre unterstützt hat. Und ich bin mega froh, dass er Lehrmeister des Jahres geworden ist. Wir haben gehört, es gibt Höhen und Tiefen. Seid ihr partnerschaftlich in der Höhe? Ja, jetzt gerade würde ich sagen, ja. Das ist nicht anständig. Ich freue mich, heute Abend da zu sein. Und, ich habe das Gefühl, es gibt einen schönen Abend und dass unsere Leute da sind. Ja. Ja, ich muss schon sagen, der Thomas hat das verdient. Wirklich. Ich kann kein Besser haben. Grüß dich, alle. Grüß dich, nehmt Platz. Es war eine Überraschung zu erfahren, dass man nicht nur nominiert ist, sondern sogar noch gewählt. Ja. Kapital, das hat nicht viel, aber das, was es hat, das hat handelt. Wir haben einen riesen Stolz, dass wir da sind. Wir haben eine riesen Freude. Und wir können nicht alltag auf Zürich haben. Aber eine Freude, dass mich meine Lehrtochter angemeldet hat und hier auf Zürich haben können, den riesen, grossen, schweren Preis entgegennehmen. Also mit dieser Anmeldung können wir ihm zeigen, dass wir ihn schätzen als Lehrmeister, ihm sein Leben. Und er hat es mehr als verdient, den Preis. Eine Bilanz jetzt nach einem Jahr als Zukunftsträger? Also wir haben sehr viel Echo auf den Preis, den wir hier gewonnen haben. Sehr viele E-Mails bekommen, vor allem auch aus der Umgebung, eigentlich aus der ganzen Schweiz, von Berufskollegen, die Freude hatten. Und innerhalb von unserer Wohngemeinde natürlich und im Kanton haben wir recht viele Resonanzen gehabt. Sehr erfreulich gesehen. Also mich dünkt es, ist immer noch wie am ersten Tag. Ich komme immer noch extrem viele Gratulationen über, Komplimente und auch unsere Mitarbeiter. Es ist gutes Gefühl. Sicher eine gute Sache gewesen. Viele Gäste sind zu uns gekommen und haben gefragt, ja, was mein Chef macht und wieso dass er das gewonnen hat und aus welchen Gründen. Und so sind auch Gäste haben sehr geschätzt, dass sie so einem Betrieb, wo eigentlich ja, so einem hochstehenden Betrieb, dass er vor allem auch viel für die Lehrling macht und dass der ganze Betrieb viel für die Lehrling macht. Jetzt nicht nur Küche, sondern allgemein. Und das war sicher auch cool für uns. Ja. Also für mich ist das Konkurs
bien des choses, vu que surtout au... Comment dire ça ? Sur le point du professionnel, et puis surtout pour le métier de boucher-charcutier, c'est quand même quelque chose de méritant. Et puis, bien entendu, que côté aussi suisse romand, vu qu'il y a peu de candidats qui ont effectué ce concours, pour moi, c'est aussi un challenge. Et puis, bien entendu, que je suis un heureux gagnant suisse romand au vu d'être parmi tous ces Suisses allemands. Oh.